Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Kurs Analysis 1 hier im Telekolleg 2 Mathematik, durch den ich Sie begleiten darf. Wir werden uns in vielen der folgenden Sendungen mit einem Teilgebiet der Mathematik beschäftigen, das man Analysis nennt. Dieses Wort mag zunächst ein wenig fremdartig für Sie klingen, aber ich darf Sie beruhigen, wir werden uns schrittweise mit viel Anschauung verbunden, langsam in dieses Teilgebiet der Mathematik vortasten. Sie haben alle vielleicht schon einmal etwas von dem Begriff des Grenzwerts in der Mathematik gehört. Grenzwert. Dieser Begriff, seine mathematische Klärung und seine Anwendung werden für uns heute und in vielen der folgenden Sendungen zentral stehen. Grenzwert. Versuchen wir einen ersten Zugang zu bekommen über ein Beispiel aus der Geometrie. Sie kennen die Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines Kreises. A gleich Pi mal R Quadrat. Wie man zu dieser Formel und zur Zahl Pi kommt, das ist allerdings ein Problem, das die Mathematiker in der Geschichte lange beschäftigt hat. Das Problem liegt darin, dass man den Flächeninhalt von geradlinig begrenzten Figuren, wie etwa Rechteck oder Quadrat, gut berechnen kann. Bei einem Kreis, also die Begrenzungslinie ist gekrümmt, ist das schon viel schwieriger. Man kann aber an den Flächeninhalt des Kreises herankommen, indem man diesem Kreis Vielecke einbeschreibt. Man geht dabei aus, etwa von einem Dreieck, und dann erhöht man die Eckenzahl. Viereck, Fünfeck und so weiter. Und Sie sehen, ausgehend von diesen Vielecken nähert man sich dem Flächeninhalt des Kreises immer besser. Man erreicht ihn allerdings nie, es bleibt, wie Sie sehen, immer ein kleiner Rest. Also in einer Abfolge von Schritten kommt man an diesen Flächeninhalt des Kreises immer besser heran, durch diese Vielecke. Und deren Flächeninhalt ist nun geometrisch gut zu berechnen. Wir wollen das einmal mit Zahlen durchführen, hier an einem kleinen Computer. Und der Einfachheit halber wählen wir einmal den Radius 1 und lassen uns nun von diesem Computer diese Flächeninhalte der einbeschriebenen Vielecke ausrechnen. Zunächst das einbeschriebene Dreieck, dann das Viereck, Fünfeck und so fort. Und so nähert man sich immer mehr dem Flächeninhalt des Kreises. Und zwar so genau, wie man will. Man sagt, beliebig genau. Dass man bei der Zerlegung in genügend viele Schritte beliebig genau an den angestrebten Wert herankommt, ohne ihn zu erreichen, wie Sie das eben beim Kreis gesehen haben, das wird uns wieder begegnen bei der Berechnung viel unangenehmerer Flächeninhalte, etwa bei folgendem Beispiel. Hier ist eine Kurve F gegeben und ein Abschnitt AB auf der X-Achse. Und die Berechnung eines solchen Flächenstücks unter der Kurve kann man nun auch in aufeinanderfolgende Schritte zerlegen. Man unterteilt zunächst so, da hat man zwei Rechtecke. Sie lassen sich gut berechnen. Genauer kommt man heran, wenn man in drei Rechtecke zerlegt. Oder, noch besser, in vier Rechtecke. Sie sehen, man kommt beliebig genau an den Flächeninhalt unter der Kurve heran. Übrigens, die Lösung dieses Problems, Berechnung des Flächeninhalts unter einer Kurve, das wird ein großes Ziel in diesem Analysiskurs sein. Ein weiteres Beispiel für eine Abfolge von Schritten. Will man den Bruch ein Drittel dezimal darstellen, so ist das zunächst einmal nicht möglich. Man müsste unendlich viele Stellen nach dem Komma hinschreiben können. Man hat aber dafür eine dezimale abkürzende Schreibweise. Null Komma, Periode 3. Auch dahinter steckt eigentlich eine Abfolge von Schritten. Das hier wäre die gröbste Annäherung an den Wert dieses Bruches. Und dies hier mit zwei Stellen nach dem Komma wäre schon besser. Und das wäre noch genauer. Sie sehen, man kann beliebig genau an den Wert des Bruches ein Drittel herankommen, wenn man nur die Stellenzahl nach dem Komma erhöht. Erreichen kann man den genauen Wert allerdings nie, weil man eben nur endlich viele Stellen hinschreiben kann. Ein weiteres Beispiel zu einer Abfolge von Schritten, mit der man sich einem angestrebten Wert nähert, kennen Sie bereits.
Es geht um das Bestimmungsverfahren bei der Quadratwurzel. Dieses Heron-Verfahren geht bei der Quadratwurzel von 2 etwa so. Man geht von einer Näherung a aus, bestimmt dann eine Zahl b, bildet danach a plus b halbe und dies ist dann die neue Näherung für Wurzel 2. In der letzten Spalte dieser Tabelle überprüft man, wie genau diese Näherung ist. Machen wir das einmal ausgehend von a gleich 1, dann erhält man diese Werte. Und a plus b halbe wird dann zu dem neuen a, das ist die neue Näherung. Und man erhält folgende Zahlen. Und so kann man das fortsetzen. Und zwar so lange, bis man eine beliebige Genauigkeit bei der Bestimmung von Wurzel 2 erreicht hat. Und dieses immer bessere Annähern an einen angestrebten Wert in einer Abfolge von immer mehr Schritten, das ist kein neues Problem der Mathematik. Wir befinden uns da in klassischer Tradition. Gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück. Stellen Sie sich vor, Großgriechenland, also Unteritalien, etwa 500 vor Christus. Auch dort hat sich der Philosoph Zenon von Elea mit diesen Näherungsproblemen befasst. Und dass es dabei zu ganz merkwürdigen Gedankenverwicklungen kommt, soll Ihnen ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit zeigen. Ein Foto dient uns hier als Hintergrund und einige Schauspieler hier spielen uns, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Ein technischer Trick versetzt uns 2500 Jahre zurück. Ich bin gespannt, worüber er heute mit uns diskutieren will. Ja, vielleicht wieder einen von diesen unlösbaren Widersprüchen. Ach, wie das neulich mit dem fliegenden Pfeil. Ja, das ist mir bis heute noch nicht ganz klar. Oh, da kommt er. Oh. Lasst uns heute nachdenken über etwas, was wir alle zu kennen glauben. Wo jedoch, wie ich meine, unsere Sinne uns fortwährend täuschen. Ich meine, den Begriff der Bewegung in Raum und Zeit. Du meinst, dass das, was uns die Sinne als Bewegung in Raum und Zeit übermitteln, mehr Täuschung ist als Wirklichkeit. Richtig. Ja, und worauf gründest du deine Behauptung? Nehmen wir an, Achilles und die Schildkröte laufen zusammen um die Wette. Der schnellste Läufer, den es gibt. So langsames Tier sollen um die Wette laufen? Ganz genau. Und damit der Wettkampf gemäß der Geschwindigkeit der beiden Gegner gerecht ist, soll die Schildkröte einen Vorsprung erhalten. Dieser Wettkampf wird aber schnell zu Ende sein. Nach einigen Sekunden. Ja. Weit gefehlt. Achilles kann die Schildkröte nie einholen. Oh. Nie einholen. Achilles, die Schildkröte? Also, das musst du uns erstmal beweisen. Kurz nach dem Start ist Achilles in ein auswegloses Problem verwickelt. Wann immer er den ursprünglichen Vorsprung der Schildkröte auch einholt, sie ist in der Zwischenzeit ein Stück weitergekrochen. Und bis Achilles dieses durchläuft, hat die Schildkröte wieder ein kleines Stück Weg zurückgelegt. Und so geht das immer weiter. Achilles kann die Schildkröte gar nicht einholen. Nicht so schnell, Zenon. Trag uns deine Beweisführung noch einmal langsam vor, damit wir sie in allen Einzelheiten mitdenken können. Also, die Schildkröte soll einen Vorsprung haben. Und dann soll der Wettlauf beginnen. Halt! Jetzt befindet sich Achilles am Startpunkt der Schildkröte, die ja inzwischen ein Stück weitergekrochen ist. Und bis Achilles dieses Stück durchlaufen hat, hat die Schildkröte ebenfalls ein Stück Wegs zurückgelegt.
kommt Achilles doch an. Job, ist sie bereits wieder ein Stück weiter. Und so geht das immer weiter. Also kann Achilles die Schildkröte nie einholen. Nein, aber wir wissen doch aus Erfahrung, dass ein schneller Läufer eine Schildkröte einholt. Ja, schon. Aber ich habe euch soeben bewiesen, dass Achilles eigentlich die Schildkröte überhaupt nicht einholen kann. Denken und Wirklichkeit. Ein Widerspruch? Ja, also, so ganz klar. Nein, das ist... Verlassen wir hier Zenon und seine Schüler. Das ist, wie Sie zugeben müssen, schon erstaunlich, dieses Paradoxon des Zenon von Elea. Und wir wollen das jetzt gar nicht in allen Einzelheiten auflösen, das ist auch gar nicht so einfach, aber lassen Sie uns von der Mathematik her versuchen, ein wenig diesen Widerspruch aufzudecken. Wir haben hier zunächst einmal die Einzelwege des Achilles aufgetragen. Verfolgen wir ihn noch einmal auf seinem Weg. An der ersten Station hat Achilles den Weg S1 zurückgelegt. Das tragen wir hier ein. An der zweiten Station hat er den Weg S1 plus S2 zurückgelegt. An der dritten Station den Weg S1 plus S2 plus S3 und so weiter. Und nun setzen wir einmal hier für die Variablen Zahlen ein. Nehmen wir einmal großzügigerweise an, dass VA gleich 10 mal VS sei. Dass also Achilles 10 mal schneller laufe als die Schildkröte. Und geben wir der Schildkröte einen Vorsprung, sagen wir 90 Meter. Dann muss Achilles zunächst den Teilweg S1 zurücklegen, also 90 Meter. In dieser Zeit ist die Schildkröte mit einem Zehntel der Geschwindigkeit von Achilles weitergekrochen, das sind 9 Meter. An der zweiten Station hat Achilles also 90 plus 9 Meter zurückgelegt. Inzwischen ist die Schildkröte wiederum um ein Zehntel von 9, also um 0,9 Meter weitergekrochen. Achilles hat dann an der dritten Station 90 plus 9 plus 0,9 Meter zurückgelegt. Und so geht das weiter. Schreiben wir jetzt einmal den Gesamtweg des Achilles auf, also S1 plus S2 plus S3 und so weiter. Dann erhalten wir 90 plus 9 plus 0,9 plus 0,09 und so weiter. Und wie Sie sehen, ist bei unseren Zahlenverhältnissen hier die 100-Meter-Marke die entscheidende Stelle. Hier unten steht eigentlich 99, Periode 9. Der Gesamtweg des Achilles nähert sich also immer genauer diesem Wert. Und 100 Meter ist die Grenze. Man nennt so etwas in der Mathematik einen Grenzwert. Fassen wir einmal zusammen. Wie sind wir eigentlich zu diesem Grenzwert hier gekommen? Wir hatten hier in unserer Tabelle auf der rechten Seite zunächst eine Aufeinanderfolge von Zahlen. 90, 99, 99,9 und so weiter. Und diese Zahlen waren natürlichen Zahlen zugeordnet. Zu 1 gehörte 90, zu 2 gehörte 99 und so ging das weiter. Man nennt so etwas in der Mathematik eine Zahlenfolge. Und diese Zahlenfolge strebte einem Grenzwert zu, 100. Zahlenfolge und Grenzwert sind zwei wichtige Begriffe in der Analysis, mit denen wir uns im Folgenden genauer beschäftigen wollen. Beginnen wir zunächst mit dem Begriff der Zahlenfolge. Versuchen wir ihn etwas exakter zu fassen. Dazu ein Beispiel. Das Theater von Epidauros, so gebaut, dass man überall gut sehen und hören kann. Und nach oben hin finden gleichzeitig immer mehr Zuschauer Platz. Reihe 1, 40 Sitzplätze, Reihe 2, 52 Sitzplätze, Reihe 3, 64 Sitzplätze und so weiter. Auch hier eine Zahlenfolge. Links natürliche Zahlen und rechts die zugeordneten Zahlen. Ein weiteres Beispiel für Zahlenfolgen aus der Biologie. Eine Zelle teilt sich. Erste Teilung, 2 Zellen. Zweite Teilung 4 Zellen, dritte Teilung 8 Zellen und so geht das weiter. Auch hier eine Zahlenfolge.
Ein weiteres Beispiel. Vom Erfinder des Schachspiels wird berichtet, dass er sich als Ehrengeschenk für seine Erfindung Folgendes ausbat. Er wollte Reiskörner haben auf alle 64 Felder seines Schachbretts. Und zwar folgendermaßen. Auf das erste Feld ein Korn, auf das zweite Feld doppelt so viele, also zwei Körner, und auf jedes weitere Feld wieder doppelt so viele wie auf dem vorangegangenen Feld. Vier Körner, acht Körner und so weiter. Auch hier eine Zahlenfolge. Erstes Feld ein Korn, zweites Feld zwei Körner, drittes Feld vier Körner, viertes Feld acht Körner, fünftes Feld 16 Körner und so weiter. Eine besonders anschauliche Darstellung von Zahlenfolgen bekommt man, wenn man sie im Koordinatensystem darstellt. Hier zum Beispiel bei der Kreisflächenberechnung durch Vielecke. Auf der x-Achse steht jeweils die Eckenanzahl, also natürliche Zahlen, und auf der y-Achse sind dann die zugehörigen Vielecksflächen aufgetragen. Lassen wir uns nun diese Zahlenfolge ausdrucken. Oder hier bei dem Amphitheater. X-Achse, Nummer der Reihe, also natürliche Zahlen, y-Achse, Anzahl der Sitzplätze in der jeweiligen Reihe. Hier noch einmal das Beispiel von Zenon. X-Achse Stationen, y-Achse der an jeder Station zurückgelegte Weg. Fassen wir hier zusammen. Aus allen Beispielen haben Sie gesehen, dass Folgen nichts anderes sind als Funktionen. Und zwar wird jeder natürlichen Zahl eine bestimmte reelle Zahl zugeordnet. Also, Funktion mit Definitionsbereich natürliche Zahlen und es werden zugeordnet reelle Zahlen. W, eine Teilmenge der reellen Zahlen. Die sind Folgen. Und jetzt ein rein mathematisches Beispiel für eine Zahlenfolge. Die Zuordnung soll hier so aussehen, dass jeder natürlichen Zahl 1 durch n zugeordnet wird. Man muss hier natürlich den Definitionsbereich auf n Stern, also die natürlichen Zahlen ohne die 0, beschränken, da ja 1 durch 0 nicht definiert ist. Und jetzt tragen wir hier im Koordinatensystem einmal die Folgeglieder auf. Der Zahl 1 ist zugeordnet ein Eintel, also 1. Der Zahl 2 ist zugeordnet ein Halb, also 0,5. Der Zahl 3 ein Drittel und so geht das weiter. 4 ein Viertel, 5 ein Fünftel und so fort. Hier sehen Sie natürlich auch, dass der Graph einer Folge nur aus Punkten besteht. Denn als Funktion ist sie ja nur auf die natürlichen Zahlen definiert. Man hätte diese Folge hier auch in einer Wertetabelle darstellen können. Hier sieht man sehr deutlich, dass bei einer Zahlenfolge jede Zahl ihren festen Platz hat. In der Mathematik schreibt man das im Allgemeinen so. A bedeutet hier die spezielle Folge, 1 durch n. Und der kleine Index bei dem a gibt jeweils an, an welcher Stelle in der Folge das betreffende Glied steht und dass man die Folgeglieder unterscheiden will. Dazu ein weiteres Beispiel. Dies beschreibt mathematisch die Zellteilung. Nach der ersten Teilung 2 Zellen, nach der zweiten Teilung 4 Zellen und so fort. Schreiben wir das so. Dann steht B für diese Folge und der Index gibt an, an welcher Stelle das betreffende Glied in der Folge steht. So viel zur Darstellungsform und zur Schreibweise von Folgen. Oft begegnen einem Zahlenfolgen auch in Zeitschriften, bei Denksportaufgaben, auf Rätselseiten oder auch bei Tests.
Versuchen Sie doch einmal selbst bei den Zahlenfolgen, die Sie gleich sehen werden, das jeweils weitere Folgeglied hinzuschreiben. Lösen wir zunächst einmal das erste Beispiel. Das stellt die Folge der Quadratzahlen dar. 2 Quadrat, 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat und jetzt kommt 6 Quadrat, also 36. Im zweiten Beispiel wurde ausgehend von 8 jeweils 4 addiert. 8 plus 4 gleich 12, 12 plus 4 gleich 16, 16 plus 4 gleich 20 und 20 plus 4 gleich 24. Bei der dritten Folge muss man die Zahlen als Primzahlen erkennen und kann dann die nächstweitere angeben. Die nächstweitere Primzahl nach 11 ist 13. Und bei der vierten Folge erhält man mit 2 beginnend das nächste Folgeglied durch Verdreifachung des vorangegangenen. 2 mal 3 gleich 6, 6 mal 3 gleich 18, 18 mal 3 gleich 54, 54 mal 3 gleich 162. Vielleicht haben Sie bei dem ersten und dritten Beispiel etwas Mühe gehabt, denn hier muss man zunächst einmal die Zahlen als Quadratzahlen bzw. Primzahlen erkennen. Die Folge 2 und 4 dagegen sind leicht fortzusetzen, denn hier merkt man sehr schnell, dass diesen Folgen ein bestimmtes Bildungsgesetz zugrunde liegt, also eine Gesetzmäßigkeit, nach der man immer weitere Folgeglieder berechnen kann. Greifen wir uns, um diese Gesetzmäßigkeit zu klären, noch einmal das Beispiel 2 heraus. Beginnend von 8 wurde hier jeweils 4 addiert. 8 plus 4 ergibt 12, 12 plus 4 16 und so weiter. Man kann also sagen, dass sich je 2 aufeinanderfolgende Glieder nur um 4 unterscheiden, also um einen festen Wert. Oder anders ausgedrückt, die Differenz je zweier aufeinanderfolgender Glieder ist immer konstant, gleich 4. Und so fort. Und solche Folgen, bei denen die Differenz je zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant ist, in unserem Fall 4, nennt man in der Mathematik arithmetische Folgen. Also Folgen, bei denen die Differenz aufeinanderfolgender Glieder konstant ist, heißen arithmetische Folgen. Hier ein Beispiel. Sie erinnern sich an das Amphitheater. Erste Reihe 40 Plätze, zweite Reihe 52 Plätze und so weiter. Auch hier eine arithmetische Folge. Also hier in unserem Fall arithmetische Folge mit Differenz gleich 4. Und obwohl wir das wissen, ist es gar nicht so einfach, wenn man jetzt zum Beispiel das 96. Glied dieser Folge angeben sollte. Man könnte hier Schritt für Schritt weiterrechnen, das könnte allerdings sehr lange dauern. Man kann nun das Bildungsgesetz dieser arithmetischen Folge allgemein formulieren und kann dann, wenn man dieses Bildungsgesetz herausgefunden hat, jedes beliebige Folgeglied direkt berechnen. Ich will Ihnen einmal zeigen, wie man dieses Bildungsgesetz herleitet. Schreiben wir uns bei dieser Folge zunächst einmal das zweite Folgeglied A2 hin. A2 ist ja das erste Folgeglied plus die Differenz, also A1 plus D. Das nächste Folgeglied A3 berechnet sich als vorangegangenes Folgeglied A2 plus D. Und für dieses A2 hier können wir natürlich hier A1 plus D schon einsetzen. Wir haben also A1 plus D plus D, das ergibt A1 plus 2D. Und so geht das weiter. Für A4 bekämen wir dann A3 plus D und das ergäbe hier A1 plus 3D.
Und jetzt sieht man hier schon den Zusammenhang zwischen dem Entenglied, dem ersten Glied und der Differenz. Das Entefolgenglied, AN, bekommt man, wenn man das erste Folgenglied nimmt und dazu addiert ein Vielfaches von D. Und zwar welches Vielfache von D? Nun, wir sehen hier bei A4, dass wir das Dreifache von D haben und bei A3 das Zweifache von D. Also haben wir bei AN hier das N-1-fache von D zu addieren. Also AN gleich A1 plus N-1 mal D. Und das ist das Bildungsgesetz für eine arithmetische Folge. AN gleich A1 plus in Klammer N-1 mal D, wobei A1 das Anfangsglied der Folge ist, D die Differenz und N die Platzziffer des Entenfolgegliedes. Und wie praktisch dieses allgemeine Bildungsgesetz ist, sehen Sie jetzt, wenn man zum Beispiel das 96. Glied dieser Folge berechnen will, also A96. Dann hat man hier A1, also 8, plus N-1, N ist 96, also 95, mal Differenz ist 4. 95 mal 4, 380, plus 8, 388. So viel zu arithmetischen Folgen. Kommen wir noch einmal kurz auf unser letztes Beispiel von vorhin zurück. Diese Folge hier ist mit Sicherheit keine arithmetische Folge, denn hier ist die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder nicht konstant. Hier ist aber etwas anderes konstant, und zwar der Quotient je zweier benachbarter Glieder. Also 54 durch 18 ergibt 3, 18 dividiert durch 6 ergibt 3. 6 dividiert durch 2 ergibt 3. Man nennt solche Folgen, bei denen der Quotient zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant ist, geometrische Folgen. Und auch für diese geometrische Folgen gibt es ein allgemeines, einfaches Bildungsgesetz. An gleich A1 mal Q hoch N-1. Übungsaufgaben zu Zahlenfolgen, insbesondere zu arithmetischen und geometrischen Zahlenfolgen, finden Sie in ausreichender Anzahl in Ihrem Begleitmaterial. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.